Hallöchen und willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Videoreihe. Hier wollen wir verstehen, inwiefern bereits korrigierte Misskonzeptionen immer noch in den Köpfen der Menschen verankert sind, auch von Studierenden und WissenschaftlerInnen. Dafür wollen wir euch exemplarisch anhand einer weit verbreiteten Misskonzeption zeigen, wie wir diese aufdecken und experimentell widerlegen könnten. Diese bezieht sich auf den Bereich Wasser- und Nährstoffaufnahme von Pflanzen. Das funktioniert mit den heutigen wissenschaftlichen Methoden und Möglichkeiten oft sehr gut, dank der Erkenntnisse und der technischen Entwicklungen der letzten Jahrhunderte. Wir wollen euch daher mit in ein modernes Labor nehmen. Steigen wir also mit einer Frage ein, die oft mit einem Missverständnis verknüpft ist. Verwendet die Pflanze das gesamte Wasser, das sie aufnimmt? Wie bereits gezeigt wurde, konnten schon historische Experimente unser Verständnis der Nährstoff- und Wasseraufnahme in Pflanzen schärfen. Es ist bekannt, dass Pflanzen Wasser für ihr Wachstum benötigen. Doch noch immer ist bei vielen Menschen die Misskonzeption verankert, dass Pflanzen das gesamte aufgenommene Wasser in sich behalten, um es zu nutzen. Es ist allerdings schon lange bekannt, dass der Großteil des aufgenommenen Wassers die Pflanze durchläuft und verdunstet. Durch die Wurzeln gelangt Wasser über Osmose in die Pflanze hinein und wird über das Xylem hindurch transportiert. 90% dessen gelangt bis zu den Blättern und verlässt die Pflanze anschließend. Das geschieht über Spaltöffnungen, sogenannte Stomata, mittels Diffusion. Dies sind Schließzellen, über die Pflanzen ihren Wasserhaushalt regulieren können. Zum Nachweis, dass Pflanzen Stomata haben, durch welche Wasser entweichen kann, werden diese im hier vorgestellten Experiment sichtbar gemacht. Hallo ihr Lieben, wir nehmen euch jetzt mit ins Labor und zeigen euch zwei Experimente zum Nachweis der Stomata in der Pflanze. In diesem Experiment verwenden wir die Modellpflanze Arabidopsis thaliana. Diese ist einer der gängigsten verwendeten Modellorganismen in der Pflanzenforschung. Hierbei verwenden wir den Wildtypen Columbia Zero. Um alle Zellen inklusive Stomata sichtbar zu machen, benötigen wir die folgenden Materialien und Reagenzien. Wir verwenden das Blatt einer Pflanze am Nachmittag. Zu diesem Zeitpunkt sind Stomata häufig geöffnet. Es werden sowohl Ober- als auch Unterseite des Blattes betrachtet, da die Verteilung der Stomata zwischen beiden Seiten variiert. Um die Stomata unter dem Mikroskop zu betrachten, wird eine dünne Schicht der Epidermis abgezogen. Diese wird anschließend mit Safraninlösung gefärbt und unter dem Mikroskop bei einer 400-fachen Vergrößerung angeschaut. Alle Zellen sind gefärbt und die Stomata sind gut zu erkennen, die am Nachmittag geöffnet sind, damit das Wasser hinaus diffundieren kann. Dieser Versuch ist ein simpler Nachweis der Stomata durch Färbung. Mittlerweile ist die Forschung so weit vorangeschritten, dass durch molekularbiologische Methoden eine Pflanzenlinie fluoreszierende Stomata haben kann, ohne dass diese eingefärbt werden müssen. Dies schauen wir uns im zweiten Versuch genauer an. Es gibt neben einfachen Färbelösungen Proteine, die unter dem Mikroskop bei bestimmten Lichteinstrahlungen fluoreszieren. Ein bekanntes Beispiel ist hierbei das grün fluoreszierende Protein GFP aus Aquaria victoria. Das ist eine Quallenart aus dem Pazifischen Ozean. Damit GFP in der Pflanze exprimiert wird, muss das Gen von Aquaria victoria, das für das GFP-Protein kodiert, in die Pflanzenzelle eingesetzt werden. Damit nur die Zelltypen, die für das jeweilige Experiment interessant sind, fluoreszieren, darf GFP nur in eben diesen exprimiert werden. In unserem Fall sind das die Schließzellen. Dieses Vorgehen erfolgt mittels molekularbiologischer Methoden und beinhaltet viele Schritte, Zeit und manchmal etwas Glück. Wenn die Zelle das GFP über Generationen hinweg stabil im Genom integriert trägt, dann ist somit eine transgene Linie erfolgreich erzeugt worden. Die gentechnischen Veränderungen werden meist im Wildtyp Columbia Zero vorgenommen. Bei gentechnisch veränderten Pflanzenlinien ist meist ein einziges Gen verändert oder einige wenige Gene entfernt oder eingefügt worden. Bei Verwendung der Methode CRISPR-Cas kann das bis zu einer einzigen Base betreffen. Um ein solches fluoreszierendes Protein sichtbar zu machen, benötigt man im nächsten Schritt ein spezielles Fluoreszenzmikroskop. Als Lichtquelle nutzt man hier genau die spezifische Wellenlänge, bei der GFP Licht absorbiert und grün leuchtet.
Für unseren Versuch können die Samen für genau diese transgene Pflanzenlinie glücklicherweise bestellt werden. Daher müssen sie nicht zuerst hergestellt werden, denn dies kann bis zu mehreren Jahren in Anspruch nehmen. Das Nottingham Arabidopsis Stock Center, NASC, stellt Saatgut und Informationsressourcen für die Forschungsgemeinschaft bereit. Bei den Datenbanken wie NASC sind alle Transgenlinien abgespeichert, damit andere WissenschaftlerInnen Zugriff darauf haben, um bei Bedarf selber Experimente damit durchführen zu können. Dies macht deutlich, wie gut WissenschaftlerInnen heutzutage miteinander vernetzt sind. Sobald die Samen angekommen sind, werden die Pflanzen ca. 28 Tage wachsen gelassen, damit die Zellen weit genug entwickelt sind, um sie gut unter dem Mikroskop erkennen zu können. Nun wird ein Blatt abgetrennt und auf einen Objektträger gelegt, etwas destilliertes Wasser darauf geträufelt und schon können die Blätter unter dem Mikroskop angeschaut werden. Es werden sowohl Blattunter- als auch Blattoberseite betrachtet. Dafür wird sich zunächst im Mikroskop der Ausschnitt mit 400-facher Vergrößerung angeschaut. Natürlich muss der Laser für GFP eingestellt werden. Dessen Licht muss eine Wellenlänge von 510 Nanometern haben, damit es vom GFP in den Stomata-Zellen absorbiert wird und GFP daraufhin fluoresziert. Mit allen optimalen Einstellungen und Bedingungen in der Versuchsdurchführung und am Mikroskop sehen die Stomata dann so aus. Es wurde also auf verschiedenen Wegen deutlich, dass Pflanzen Schließzellen in der Epidermis ihrer Blätter besitzen. Diese sind zu bestimmten Tageszeiten geöffnet, damit Wasser herausdiffundieren und neues Wasser nachfließen kann. Somit ist der Wasserdurchfluss gewährleistet, den die Pflanze unter anderem für den Aufbau des Turgordrucks in ihren Zellen benötigt, um nicht zu welken. Außerdem werden mit dem Wasserstrom wichtige Mineralstoffe aus dem Boden aufgenommen und in der Pflanze dorthin verteilt, wo sie benötigt werden. Durch das Sichtbarmachen der Stomata ist die angesprochene Fehlvorstellung, dass Pflanzen das einmal aufgenommene Wasser im Pflanzenkörper behalten, noch nicht abschließend widerlegt. Um vollständig aufzudecken, dass der Großteil des einmal aufgenommenen Wassers die Pflanze wieder verlässt, müssten noch zahlreiche weitere Experimente durchgeführt werden. So weiß man heute beispielsweise, dass pro Gramm Biomasse ca. 500 Gramm Wasser durch die Wurzel aufgenommen, durch die Pflanze transportiert und in die Atmosphäre entlassen werden. Ein weiteres Experiment könnte mit einem Porometer durchgeführt werden. Dieses kann die Durchlässigkeit von Flüssigkeiten oder Gasen an Poren messen. Somit könnte der Wasserfluss der Schließzellen gemessen werden, um zu zeigen, dass dort Wasser austritt. Wir haben gesehen, wie weit die Wissenschaft in der Zwischenzeit vorangeschritten ist. Dies haben wir unzähligen fleißigen sowie kreativen WissenschaftlerInnen zu verdanken, unter anderem natürlich Sprengel und von Liebig. Es wird auch immer deutlicher, wie wichtig die Zusammenarbeit der Wissenschaftenden weltweit ist. Aber ist unser Wissensstand im Bereich Nährstoffaufnahme, Wasserhaushalt und Wachstum von Pflanzen weit genug vorangeschritten, um die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte zu meistern? Dieser Frage wollen wir im kommenden Teil weiter auf den Grund gehen.